Comfort 2 geht weiter. Ich bin TrueMG und dieses Spiel ist von Calvin und nicht von Laxen. So, ich denke, jetzt haben wir das endgültig geklärt. Und wir suchen uns jetzt mal einen Akkuschrauber. Schrubschrauber. Ein Akkuschrauber. Wer könnte einen Akkuschrauber haben? Und warum läuft dieses Spiel auf einmal so tierisch flüssig? Was ist hier nur los? Nein, hier gab es Wohneinrichtungen. Nein, nicht Wohneinrichtungen, sondern Wohnanlagen. Sunshine Café. Wo ich mal sagte, Sunshine Cake. Ist aber nicht der Sunshine Cake. Und die Kinder spielen hier immer noch. Okay. Wir gehen mal hier in den Store. Hallo, Stormann. Ich möchte einen Akkuschrauber kaufen, Stormann. Ich habe ja ein sehr zufälliges Modell. Es kostet $50. Aber ich habe nicht so viel Geld. Oder doch? Gut, den nehme ich. Hey, ich verdiene ziemlich gut. Gekauft, den Akkuschrauber. Außerdem suche ich einen speziellen Aufsatz für den Schrauber. Den hatte garantiert nicht. Zum Aufschrauben von Muttern. Ich liebe meine Mutter. Sowas führe ich nicht. Versuchen Sie doch mal bei den Bauarbeitern links vom Laden. Vielleicht geben sie es ihnen so einen Aufsatz. Natürlich, ganz klar. Die geben es einfach mal so weiter. Na, klar. Hallo, Kinder. Hallo, Kinder. Willkommen zu Comforts 2. Und das ist eine Sequenz. Klingt komisch, ist aber so. Was ist hier geschehen? Ach, nichts weiter. Orangensaft sprießt aus den Anlagen hier unten. Sie sind ein Mensch. Ja, Dave Sherlington. Mein Name ist Dr. Mortimer. Mortimer, Doktor. Es gab einen schrecklichen Arbeitsunfall. Einen der Arbeiter wurde ein Bein abgetrennt, als er im Schacht gearbeitet hat. Oh mein Gott, wie könnte das passieren? Die genauen Umstände sind noch nicht geklärt. Mr. Sherlington, ja, ich habe Sie noch nie in Comforts gesehen. Sie sind an allem schuld! Sie schmoren in der Hölle! Ich wäre auch nur zu Besuch hier. Hölle! Ich meine, ja, verstehe. Ist der Arbeiter noch am Leben? Nein, leider war der Blutverlust schon zu groß. Er ist eben im Krankenwagen verstorben. Oh Mann! Nein! Warum hat der Krankenwagen 6 Räder? Ich begleite Sie im Krankenwagen, Dr. Mortimer. Sie müssen noch einen Bericht unterschreiben. Ja, sehr mitfühlend von Ihnen. Gut, lassen Sie uns losfahren. Oh mein Gott. Wer? Was? Und ich habe meinen Akkuschrauberaufsatz noch nicht. Ein Unfall. Dem Arbeiter soll angeblich ein Bein abgetrennt worden sein. Klingt ziemlich seltsam. Ich nehme einfach mal einen Schrauberaufsatz aus dem Kasten. Heute kann er was dagegen haben. Und? Und? Immer noch Sequenz? Ein Zeitungsartikel, der nicht blinkt? Was ist hier nur los? Anscheinend gab es vor ein paar Wochen eine große Explosion im Krankenhaus. Praktisch alle an dem Flügel sind ums Leben gekommen. Nur 3 Personen haben die Explosion überlebt. Mehr kann ich nicht entziffern. Ich kann nicht lesen. Was ist hier nur los? Speichern wir erstmal. So, jetzt haben wir unseren Akkuschrauber mit Ä und den Schrauberaufsatz. Können wir das irgendwie kombinieren? Nein, das wird er wahrscheinlich automatisch machen. Ich werde jetzt erstmal, weil ich mir Sorgen um meine Lebenskraft mache, versuchen, im Hotel, nein, Motel zu speichern. Nein, Speicher kann ich überall. Ich meine natürlich meine Lebenskraft wieder auffüllen. Und wo ging's hier eigentlich rein? Ach ja, hier links. Genau. Genau. So. Aber er wird wahrscheinlich sagen, nein, ich habe jetzt keine Lust. Moment, sein Koffer liegt doch auf dem Bett und dann wird er sagen, nein, ich brauche nichts aus meinem Koffer. Ich bin zu cool für meinen Koffer. Ich brauche im Moment nichts aus meinem Koffer. Ich bin zu cool für meinen Koffer. Mist, ich hab's ja gewusst. Speichern, speichern. Und hier kommen wir nicht vorbei, verdammt. Ist wahrscheinlich eh nur das Fenster. Bla 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 bla. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt. Ich bin seit mehreren Videos auf einmal ganz plötzlich und schlagartig wieder gut drauf. Das ist merkwürdig, das ist seitdem Funk Royal wieder da ist. Ihr habt doch gar nichts großartig aufgenommen.
Und trotzdem, ich fühle mich irgendwie super. Es ist irgendwie seit dem Funk. Der Funk, der inspiriert mich so. Der Funk ist cool. Ich mag den Funk. Der Funk ist cool. Und wir gehen nach Norden. Ba 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 ba. Ba ba ba. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass heute irgendwie sämtliche Vorlesungen ausgefallen sind. Naja, außer die, die noch nachher kommt. La 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 la. Hallo Olle. Ich gehe mal an dir vorbei und sage nichts weiter. La 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 la. So, jetzt will ich aber wissen, was Phase ist. Okay. Bah, klingt wie beim Zahnarzt. Oh, das sieht ja genauso aus wie... Ihr wisst Bescheid. Nochmal speichern. Oh nein, es... Da kreist sogar noch etwas. Oh, mein... Mir fehlen die Worte. Was ist dir passiert? Als ob hier etwas oder jemand geschlachtet wurde. Moment, die Olle ist noch oben. Oh oh. Hat sie etwas davon gewusst? Mein Gott, die Leichenteile. Wo, ich sehe keine. Stammen sie von hier? Ach so. Oh, eine neue Waffe. Beil gefunden. Beil effektiver als Messer. Ein scharfes Messer, ein normales Beil mit durchschnittlicher Reichweite. Wir rüsten es mal aus. Wird schon Grund haben, warum es hier ist. Nochmal speichern. Das gibt mir ein sicheres Gefühl während dieser Horrorshow. Ich gehe erstmal nach oben. Schleife vorher mein Beil. Ein Schleifstein, der noch rotiert. Gut. Okay, ich dachte, das wäre eine Kreissäge. Ja, okay, hier ist besser. Nee. Nee. Nee, ich glaube, die sind davon... Ich glaube, noch ein bisschen länger paralysiert. Au, als von meinen herkömmlichen Waffen. Nee, 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 nee. Okay, einer erledigt. Komm, Truthahn, komm, Truthahn. Ich mag Truthahn, Truthahn, Truthahn. Na, kommst du mal? Komm, komm. Okay, es hat geklappt. Und das sind wieder diese... Ein undefinierbarer Fleischklumpen. Bläh. Und, what the fuck, ist denn hier los? Speichern. Sieht mir gruselig aus. Ich habe Angst. Blutstillendes Mittel. Was ist das hier? Okay, wir haben jetzt irgendwas gezogen. Keine Ahnung, was es bewirkt. Aber hey, wir haben es jetzt einfach mal aktiviert. Vielleicht haben wir jetzt irgendjemanden damit in den Tod geschickt, der auf einer Folterbank lag, und diese Folterbank wurde durch diesen Schalter aktiviert, und nun haben wir ihn in zwei Teile geteilt. Hooray! Na? Und hier geht's nach. Ein großer Angsteinflößer in der Raum! Das ist er, der auf der Zeichnung, dieser Mann von dem Bild im Hinterhof. Meine Stimme verschwindet gerade. Hi! Er hat ein Bein in der Hand. Und er hat Beine an seinem Körper. Zwei Stück. Es muss das Bein vom Arbeiter sein, also war es kein Unfall. Oder er hat es gerade gefunden und wollte es ihm zurückbringen. Er hat mich einfach ignoriert. Der Typ ist ja wie der Pyramid Head. Wir gehen zuerst mal nach Norden. Denn Norden, da kann man sich tolle Waffen borgen. Die Tür geht nicht auf. Okay. Dann eben nach... Was wollte er hier links? Okay. What the fuck? Achso, ich glaube, das hängt an der Decke. Oder an der Wand. Keine Ahnung. Was ist das? Irgendwelche Püppchen. Die leben. Und uns nicht mögen, Tuten tun? Aha. Nein, nicht mich angreifen. Was seid ihr überhaupt? Ich erinnere mich sehr an die Viecher aus Silent Hill. Die haben sich auch zuerst als Puppe getarnt, Silent Hill 2. Die hatten vier Beine, also statt Arme hatten sie Beine und die sind irgendwie gruselig. Aber immer noch angenehmer als die Standardgegner, denn die können keine... Stoffrollen! Die können keine Stoffrollen in ein, irgendein Gift oder irgendeine Substanz aus dem Mund speien. Hi! Ach, Mensch! Verschwinde, verschwinde, verschwinde.
verschwinde. Ich glaube, seine Attacke... Ja, seine Attacke geht auch schräg rüber. Gut! Das ist ja wie bei... wie hieß das Spiel? Der Stein der Weisen, der auf einem Tisch liegt. Keine Ahnung, was habe ich zuletzt gespielt? Schon mal, nicht zuletzt, vor einiger Zeit. Ah, keine Ahnung. Ich bin gerade voll im Horrorfieber. Diese Puppe, es fühlt sich fast wie Fleisch an. Ih, das ist wahrscheinlich Fleisch. Eine Kleiderpuppe. Okay. Langsam macht das alles Sinn, aber dieser Sinn ist... Bläh, ekelhaft. Gehen wir jetzt noch hier nach Norden. Falls hier Norden ist. Hier ist nichts. Ah! Was war denn das? Was? Irgendetwas wirft mit Messern auf uns. Aha. Aha. Okay, hier sind wir irgendwie sicher.